Das erste Quartal ist zu Ende und es ist vielleicht mal Zeit, so ein bisschen ein Resümee zu ziehen, was in diesem Jahr bisher passiert ist. Das ist schon ein bisschen krass. Es war ein verrücktes Quartal. Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Und da werden wahrscheinlich zwei Dinge im Fokus sein. Der Ukraine-Krieg, je länger er dauert, umso schlechter, umso höher die Inflation, umso stärker dann die Reaktion der Notenbanken auf diese Inflation. Und zweitens eben die Fed-Politik. Wird die so lange die Dinge straffen, die Geldpolitik straffen, bis die Wirtschaft der USA in eine Rezession fällt? Die Amerikaner sind sehr, sehr optimistisch, dass sie so schnell keine Rezession erleben werden. Ich glaube, da sind Sie ein bisschen zu optimistisch. Aber schauen wir uns zunächst mal das erste Quartal an. Wir haben das schlechteste erste Quartal für die globalen Bondmärkte jemals. Wir haben das drittschlechteste Quartal, erste Quartal für die amerikanischen Anleihenmärkte seit dem amerikanischen Bürgerkrieg. Wir haben die schnellste Verflachung der Zinskurve in den USA. Wir haben den besten Jahresstart, das beste erste Quartal ever für Rohstoffe. Wir haben den besten Start für Öl seit dem Jahr 1999. Wir haben den schnellsten Anstieg der amerikanischen Benzinpreise ever in einem Quartal. Wir haben den drittgrößten Short Squeeze gesehen seit Lehman Brothers, aber dennoch das schlechteste Quartal seit 2009 oder schlechteste erste Quartal und seit 2009 das zweitschlechteste in den letzten 30 Jahren, was die Aktienmärkte betrifft. Also hier sehen wir, zunächst ging es sehr stark nach unten, dann kam dieser Short Squeeze, dann kam diese Erholungsbewegung. Wie geht es jetzt weiter? Und der Rubel steht jetzt etwa da, wo er Januar, Februar gestanden ist, also vor der Invasion. Aber der Rubel ist das eine, die russischen Aktienmärkte das andere. Zweitschlechteste Performance weltweit mit minus 36%. Nur Sri Lanka ist noch schlechter. Da ist wirklich Land unter. In Sri Lanka Meldungen jetzt, dass die pleite sind, dass sie nachts die Straßenbeleuchtungen ausgeschaltet haben. Also für die russischen Aktienwerte war das natürlich nicht so ein gutes Quartal. Wie schaut es denn bei den Amis aus? Schauen wir uns zunächst mal den gestrigen Tag an. Da sehen wir ziemlich einheitliches Minus, über 1%, 1,5% durchschnittlich, sowohl Dow Jones als auch S&P als auch Nasdaq. Als auch der Russell, dieser Nebenwerteindex. Wir sehen, dass der beste Sektor Utilities waren, alle 11 Sektoren im S&P im Minus. Utilities und Consumer Staples, also defensive Sektoren vorne. Consumer Discretionary, also wenn man so will, Güter des nicht täglichen Bedarfs und der Finanzwerte unten. Also wir sehen, es war Defensives gefragt. Wir hatten ja jetzt das Quartalsende, da mussten viele institutionelle Player offenkundig das Verhältnis von Anleihen zu Aktien ein bisschen adjustieren, mussten Aktien verkaufen, in denen sie übergewichtet waren in dieser Rallye, und Anleihen kaufen, in denen sie untergewichtet waren durch den Abverkauf der Anleihen. So erklärt sich vielleicht das, was da gestern dann noch passiert ist. Vor allem zum Handelsende ging sehr stark nach unten. Schauen wir uns mal den Quartalschart an. Also jede Kerze ist eine Quartalskerze. Dann sehen wir hier diesen massiven Docht nach unten. Der Kerzenkörper irgendwie bei der letzten Kerze ein bisschen seltsam. Es ist schon eine etwas skurrile Situation. Wir sehen hier, wie krass die Märkte nach oben gegangen sind, wie aus dem Ruder letztendlich diese Dinge sind. Durch die Geldpolitik der Notenbanken, anders ist das ja gar nicht zu erklären. Und im Rahmen dieser Erholung, die wir jetzt gesehen haben, ist auch die Stimmung der Privatinvestoren in den USA wieder deutlich besser geworden. Das bärische Sentiment ist um 22,3% gefallen in den letzten zwei Wochen. Das ist der zweitgrößte Rückgang bei den Bären seit November 2009, damals 23,7% gefallen in zwei Wochen. Also wir sehen, da hat sich auch ein Stimmungsumschwung jetzt in Richtung mehr Optimismus, noch nicht wirklich Optimismus, viel Neutrale derzeit am Markt. Man weiß nicht so genau, was passiert, und so richtig eindeutig sind die Dinge ja nicht. Eindeutig ist dagegen Goldman Sachs, die sagen, also die Chance, dass wir in den nächsten 12 Monaten in den USA eine Rezession sehen, die liegt bei null. Sportliche Aussage, 38% dann in dem folgenden Jahr. Warum invertiert dann die Zinskurve? Das ist die Frage, das ist gestern wieder der Fall gewesen. 2- und 10-jährige Anleiherenditen jetzt invertiert.
deutet ziemlich sicher auf eine Rezession, allerdings mit einer Verzögerung in den letzten Jahrzehnten. Durchschnittlich 17 Monate später trat dann die Rezession ein, aber wir sehen, dass diese 2- und 10-jährigen Zinskurven sehr genau übereinstimmen, oft mit dem Consumer Optimism Gap, also praktisch der Kluft zwischen der Einschätzung der aktuellen Lage und dem Optimismus für die Zukunft. Und da sieht es mit dem Optimismus miserabel aus bei den Amerikanern. Die beginnen jetzt schon ihre Ausgaben zurückzufahren. Und interessant ist immer wieder solche Aussagen wie von Ben Bernanke 2006, damals war er noch Notenbankchef der Fed, als er gesagt hat, ja, also diese Yield Curve Inversion, die könnt ihr ignorieren, also wenn die Zinskurven invertieren. Das hat keine wirkliche Bedeutung. 2 Jahre später ist das Finanzsystem fast kollabiert. Jetzt hat die Fed ja auch wieder in einem Papier behauptet, naja, also diese Zinskurve bei der 2- und 10-Jährigen, die spielt keine Rolle. Man sieht, Geschichte wiederholt sich, aber dass eine Rezession früher oder später sehr wahrscheinlich ist, das zeigt hier David Rosenberg. Wir haben gestern in den Daten gesehen, dass die real verfügbaren Einkommen erneut im Februar zurückgegangen sind um minus 0,2%. Das ist jetzt der 7. Monat in Folge, in dem die Amerikaner Kaufkraft verlieren, weil eben die Inflation deutlich stärker steigt als die Löhne. Das hatten wir zuletzt einmal im Dezember 73 bis Juni 1974. Und das war eine dicke Rezession. Hier unten sehen wir mal die Grafik mit diesen verfügbaren, real verfügbaren Einkommen. Also das, was sozusagen in der Lohntüte nach Inflation bleibt, das ist seit einiger Zeit negativ. Apropos Lohntüte, heute haben wir die US-Arbeitsmarktdaten, sonst wären das Highlight des Monats, durch den Ukraine-Krieg so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Wir sehen, die Schätzungen schwanken so zwischen 200.000 auf der Unterseite und ja, so 575.000 Goldman Sachs auf der Oberseite. Wichtig vor allem die Stundenlöhne, 0,4% zum Vormonat die Prognose, die zum Vorjahresmonat 5,5%. Also die Daten werden schon wichtig, wir haben dann später auch um 16 Uhr den ISM verarbeitendes Gewerbe werden wichtig, aber sind nicht mehr so wichtig wie früher, als wirklich das auch für die Fed-Politik so unglaublich bedeutend war. Jetzt ist eher Geopolitik im Vordergrund, unter anderem das, was Joe Biden gestern verkündet hat, nämlich die Freigabe der strategischen Reserven. Das hat die Betreiber hier, die Driller, also praktisch die Ölförderer, ein bisschen verärgert. Und man muss ja eins sehen, Biden beschwert sich über die amerikanischen Ölförderer. Warum produziert ihr nicht mehr? Und das sagt jemand, der gleich am ersten Amtstag, als er an der Macht war, dann gleich mal eine große Pipeline geschlossen hat. Also diesen Unternehmen das Leben schwer gemacht hat. Und das ist so ein bisschen auch sinnbildlich, auch natürlich für Europa. Wir könnten jetzt diese fossilen Energieträger, die natürlich nicht schön sind, aber wir brauchen sie jetzt dringend, sehr, sehr gut gebrauchen. Die Politik hat versucht, diese Industrie mehr oder weniger tot zu machen. Klimastresstest bei Banken, wer als Bank irgendwelche Kredite an Firmen vergibt, die fossile Energieträger fördern oder produzieren, der wird abgestraft. Also es kommt nicht aus dem Nichts, dass da sozusagen jetzt wir irgendwie in der Patsche sitzen. Zoltán Pozsa hat gesagt, die Rohstoffe sind reale Ressourcen und solche Ressourcen können nicht durch Quantitative Easing der Notenbanken in irgendeiner Form ersetzt werden. Du kannst zwar Geld drucken, aber du kannst kein Öl oder auch keine Wärme drucken, die durch Heizung entsteht. Also ich glaube, das bringt das auf den Punkt. Das bringt auch die desperate Lage der Notenbanken auf den Punkt. Wie ist die Lage von Putin? Wir sehen hier die Approval Ratings, also die Zustimmungswerte in Russland, steigen seit der Invasion der Ukraine. Wahrscheinlich, weil die Leute nicht so genau wissen, was da wirklich passiert, dass es sich um einen Krieg und nicht um eine militärische Spezialoperation handelt. Das ist ja eigentlich inzwischen, naja, nicht mehr zu bestreiten. Eigentlich, wer über freies Internet verfügen würde, auch in Russland, viele ausländische Russen werden da die andere Möglichkeiten haben. Wir sehen, dass jedenfalls die Zustimmungswerte auf 83% gestiegen sind von 71%. Ist natürlich auch so, dass die Leute glauben, das sei eine Art der Entnazifizierung der Ukraine. Und das zeigt Stärke. Es ist ja auch so, wenn man sozusagen einen äußeren Feind hat, dann sind die inneren Reihen meistens geschlossen. Jedenfalls steigen die Zustimmungswerte. Allerdings ist natürlich
in Russland die mediale Vielfalt, um es mal vorsichtig zu sagen, nicht gegeben. Da wird ja alles verboten oder so praktisch klein gemacht wie die neueste Novita Gazeta, die jetzt ja auch praktisch aufgehört hat, also freiwillig dann einstellt, weil man sagt, wir sind so unter Druck. Schauen wir uns mal jetzt denn nochmal diese Gazprom-Geschichte an. Das war natürlich auch eine Geschichte, die Putin innenpolitisch gemacht hat. Um zu sehen, seht ihr, ich setze hier meine Forderungen um, der Westen muss kuschen, dass das natürlich nicht so ist. Dass es nicht unbedingt ein Zeichen von Stärke ist, das werden wir gleich sehen. Jedenfalls hat jedem oder ist sozusagen jetzt der letzte Arm der Russen in die westliche Finanzwelt diese Gazprom-Bank. Man könnte sagen, Putin hat die russische Zentralbank durch Gazprom-Bank ersetzt. Und wenn jetzt diese Gazprom-Bank sanktioniert würde, dann würde eben diese Gasversorgung gestoppt. Vielleicht kann man so, wie hier ein Kommentar auf YouTube das bezeichnen. Gazprombank könnte dann natürlich als Mittler für Geschäfte der russischen Zentralbank mit dem Westen dienen, die diese nicht mehr durchführen darf. Also der Versuch der Ersetzung der russischen Zentralbank durch die Gazprombank. Faktisch ändert sich ja nichts, wenn die Dinge so sind, wie sie derzeit aufzufassen sind, nämlich dass die europäischen Unternehmen weiterhin in Euro bezahlen, aber nicht in Rubel. Das war ja eigentlich die Forderung von Putin. Dann werden diese Rubel umgewandelt. Naja, sei es drum, also es ist jedenfalls so, dass nicht der Westen nicht direkt in Rubel bezahlt. Jetzt sehen wir, dass Deutschland reagiert auch. Man überlegt die Verstaatlichung der deutschen Töchter der russischen Konzerne Gazprom und Rosneft. Die sind zwar nicht sanktioniert, diese deutschen Töchter von Gazprom und Rosneft, aber das Geschäfte machen mit diesen russischen Entitäten ist, wie man sagt, hier massiv beeinträchtigt. Und diese beiden Firmen sind wichtig für die deutsche Energieversorgung. Gazprom Germania betreibt große Gasspeicher. Rosneft Deutschland steht für 25% des deutschen Raffineriegeschäfts. Also hier überlegt man eine Verstaatlichung praktisch, um den Betrieb dieser Firmen aufrechtzuerhalten, wenn die insolvent gehen sollten. Und jetzt gibt es auch von Putin die Ansage offenkundig an Ex-Kanzler Schröder, Servus Gerhard, wie geht's dir? Wir bezahlen dein Gehalt jetzt in Rubel. Und der Gerhard ist begeistert, wie man hier sieht auf dieser Grafik. Weniger begeisternd vielleicht mal ein kleiner historischer Rückblick. Der Ukraine Holodomor Famine, das war die Hungersnot in der Ukraine 1930 bis 1932 mit massiv vielen Toten, man schätzt zwischen 3,5 bis 7 Millionen Toten, und das eine Hungersnot und das in einem Land, das als Kornkammer Europas gilt. Damals die stalinische Industriepolitik, es gibt in der Wissenschaft eine Diskussion, war das ein Genozid, war das also ein geplanter Völkermord? Auf jeden Fall ist geplanterweise keine Hilfe gekommen. Man hat sozusagen die Leute einfach verhungern lassen, ob geplant oder nicht geplant. Man hat ihnen nicht geholfen. Das war einer der größten Todeszahlen. Ganz in der Sowjetunion war diese Hungersnot durch eine extreme Politik. Und wir sehen hier, wie stark diese Todeszahlen, hier die blaue Kurve, in der Ukraine hier damals gewütet hat. Das ist auch ein Bestandteil dieses inzwischen deutlich stärker erwachten ukrainischen Nationalgefühls. Ich glaube, das ist das, was Russland ja unterschätzt hat, dass die Ukrainer hier wirklich sagen, nee, wir sind Ukrainer, nicht irgendwie auch Russen, und das zeigt sich jetzt in diesem so schrecklichen Krieg. Wir kommen mal nach Deutschland. Bauernverband fordert Aufbau einer nationalen Reserve an Düngemitteln. Ich glaube, das ist so einer der zentralen Punkte, den wenige Leute auf der Agenda haben. Düngemittel sind extrem wichtig, sonst haben wir ein Riesenproblem mit der Landwirtschaft. Wir haben schon ein Problem im Supermarkt. Der Einkauf bei Aldi wird ab Montag deutlich teurer. Preiserhöhung bei Fleisch, Wurst und Butter. Es geht also weiter. Die Industrie, frische Meldung vom IFO. Materialmangel verschärft sich nach dem Angriff auf die Ukraine. Verarbeitendes Gewerbe 80%, Maschinenbau 90%. Also es wird nicht besser, was diese Materialmangel, Lieferengpässe und damit auch Inflation bedeutet. Jetzt hat BASF, ich hatte es kürzlich schon mal erwähnt, aber es ist wirklich sehr wichtig, von einem totalen Kollaps der Industrie gesprochen, wenn
die Gasversorgung hier zusammenbrechen würde. Also man sieht, das hat schon weitreichende Konsequenzen. Und ganz weitreichende Konsequenzen hätte es natürlich, wenn es bald keine Pommes frites mehr gibt. Und es gibt immer weniger Pommes frites in Restaurants, schlichtweg, weil eben das Öl dazu fehlt, Raps- oder Sonnenblumenöl, das ja aus Russland, vor allem aus der Ukraine kommt. Und wir sehen die Folgen dieses Pommes frites-Mangels direkt schon bei den sehr Pommes frites-affinen Niederländern. Da wird ja alles frittiert, was nicht auf den Baum kommt, wenn sie da schon mal sich kulinarisch umgetan haben. Nicht gerade die raffinierteste Küche, aber gut. Hier sehen wir, dass die Inflation, frische Daten heute, auf 11,9% gestiegen ist. Uiuiuiui, da sind uns die Niederländer offenkundig ein paar Wochen voraus. Wir werden wahrscheinlich auch bald diese Zahlen sehen. In China ist die Lage bedenklich. Hier sehen wir ein deutliches Abkühlen der Wirtschaft. Caixin Einkaufsmanager-Index Gewerbe 48,1, erwartet 49,9, also deutliche Schrumpfung. Wir sehen in der oberen Grafik hier die Infektionszahlen von Corona gehen deutlich nach oben in China. Morgan Stanley hat jetzt deswegen auch die Wachstumserwartungen für China nach unten genommen. Und einer der Gründe, warum die Chinesen diese Null-Covid-Politik machen, ist, dass ihr Gesundheitssystem nicht gerade gut aufgestellt ist. Hier sieht man mal die Intensivbetten pro 100.000 Einwohner. Nur Indien ist schlechter als China, Deutschland mit Abstand hier immerhin dort führend, wenn wir das Personal haben, diese Intensivbetten auch zu betreuen. Wir sehen zum Beispiel nochmal in China bleibend, in Shenzhen sind die Second-Hand-Home-Sales, also praktisch die Verkäufe bestehender Wohnungen oder Häuser, um 78% gefallen. Zum Vorjahresmonat, das ist der größte Rückgang, der jemals verzeichnet wurde. Wir sehen, dass in der Türkei jetzt die Erdgaspreise um 44% angehoben werden, für Industrie um 35% für die Haushalte. Und das ist also schon krass, was da jetzt an Inflation sich in der Türkei nochmal verstärkt. Wie wird es bei uns weitergehen? Der DAX zuletzt ja wieder etwas schwächer, wird er sich erholen? Dazu ein interessanter Artikel, DAX mit Schwächeanfall. Worauf sollten Händler jetzt achten? Was wird wichtig werden heute in der nächsten Zeit? Das werde ich Ihnen unter dem Video verlinken und wünsche jetzt einen guten Start in diesen Freitag. 14:30 die US-Arbeitsmarktdaten. Da auf jeden Fall spätestens dann bei Finanzmarktwelt reinschauen. Ich sage Servus und Ciao.